Hey meine musikalisch interessierten Freunde, herzlich willkommen zurück auf der Piano-Armee, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Piano-Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute nennen wir die Sonatine von Beethoven in G-Dur geschrieben, wunderschön, wunderschönes Stück. Ich hatte es euch ja einmal in einem meiner Videos versprochen, dass es bald online kommen wird. Heute ist der Tag, heute kommt es online, also viel Spaß Leute. Okay, also, wir fangen an mit der rechten Hand, mit der Melodiehand. Wobei, ich blende euch erstmal die Noten ein. Die müssen jetzt hier da reinschwören. Die Noten. So, hoffe es hat geklappt. Also, wir fangen mit der rechten Hand an. Ich habe es in zwei Abschnitte unter... und der erste Abschnitt ist folgendes. Okay, wir können es auch noch gerne minimieren, dass wir nur bis zum C hier hinspielen, aber ich habe mir das schon gut durchdacht. Okay, also, wie immer mit der rechten Hand, mit der Melodiehand starten wir. Also, halbe Note geht, danach kommt so eine durchgestrichene Achtelnote, das kann ich nochmal schnell erklären. Das bedeutet praktisch, dass diese Note noch vor der Hauptnote gespielt wird, das heißt, die hört man praktisch nicht, die ist einfach, die begleitet nur ganz leicht. Okay, die spielt ihr praktisch einfach schnell hintereinander weg. Okay, ich hoffe, es ist verständlich, aber die hört man halt nicht. So wird die praktisch gespielt. Das ist quasi jetzt das H und dann... Aber es müsste jetzt gut verständlich sein. Also, halbe Note G, 1, 2, Viertelnote, Achtelnoten. Das wieder eine halbe gewesen. Okay, noch einmal langsam gezeigt. Das war's erstmal mit dem ersten Abschnitt. Mehr ist es nicht. Übt das gerne erstmal flüssig, bis es mindestens so klingt. Also es ist wirklich ein leichtes Stück. Das hat ihr auch innerhalb von zwei Tagen durchgelernt. Also kein Problem. Okay, und dazu die linke Hand spielt folgendes. 1, 2, 1, 2, 1. Also praktisch halbe Note G und H. Fis und C halbe Note, wieder Viertelnote H und G. Mehr ist es nicht. Und nehmt wie immer bitte euren eigenen Fingersatz, mit dem ihr am besten zurechtkommt. Ihr könnt auch gerne meinen nehmen, wenn er gut ist. Ihr könnt natürlich euch an mir auch orientieren, wie ich das spiele. Kein Problem, also... Da sind euch keine Grenzen gesetzt im Fingersatz. Nehmt aber einen guten, der sinnvoll ist. Jetzt, ja. Ihr wisst ja, was ich meine. Okay? Und kombiniert man sich die zwei Stellen dann so an. Oder die eine Stelle. Ah. So. Oder ja, warte mal, das war doof. Moment, wir fangen so am besten noch langsamer an. Okay, und dann halt hier noch die H und D, hier A und D, das habe ich jetzt vergessen zu spielen, aber ist nicht schlimm, dann halt einfach. Okay, mehr ist es erstmal nicht. Und dann lernen wir weiter. Und okay, und zwar wie folgt. Also hier, wir hier. Und dann geht es so weiter, wieder diese durchgestrichene Achtelnote. Viertelnote, Achtelnoten, halbe Note wieder. Praktisch zwei Schläge, tick, tick. Ich kann auch gerne mal mit Metronom spielen. Das wäre so halt typisch Metronom. So würde es sich mit Metronom anhören. Aber ja, hoffe es war schön mit nach Metronom, aber ja. So ist es halt einfach. Metronom, da könnt ihr euch wirklich genau am Takt orientieren, okay? Gut, mehr war es auch erstmal nicht, der nächste Abschnitt. Okay, und die Begleitung dazu spielt folgendes. Diesen Griff hier dann 1, 2, also halbe Note G und D und dann Fis und D für eine Viertelnote. Also halbe Note, Viertelnote. Okay? Und zusammen kombiniert ist es dann so... jetzt auch diesen G-Dur-Lauf mitgespielt. Aber ja, nur dass ihr einen Eindruck habt, okay? Und zusammen kombiniert hören sich unsere zwei Stellen dann so an.
Mehr war es auch erstmal nicht. Ich gucke mal auf die Zeit. Die Zeit sagt, ja, wir sind gut in der Zeit. Perfekt. Schaffen wir sogar noch. Hier, sagt schon, Neues. Okay. Wir waren hier beim G angespielt. Also halbe Note. Danach kommt wieder diese durchgestrichene Achtnote. Eins, zwei. Zwei, eins. War jetzt sehr viel, aber wirklich, Leute, ich verspreche euch, alles gut. Also, eins, zwei, ich zeig euch langsam vor. Eins, zwei. Achtung, achte alles, achten Noten. Halbe Note, Viertelnote. Okay, und mit der linken Hand spielt ihr folgendes. Ich spiele jetzt das nach wie vor mit meinem Fingersatz. Und zwar wie folgt. Übt lieber erst die rechte Hand ein, sonst wäre vielleicht sicherer. Pausiert gerne das Video wieder. Okay. Wenn das jetzt flüssig könnt, dann könnt ihr jetzt die linke Hand dazu lernen. Und zwar folgendes. Also, ihr habt schon gesehen, G-Dur-Lauf kennt ihr bestimmt doch vom letzten Tutorial, die es gesehen haben. Von Mozart, aber naja, wir sind jetzt bei Mozart, wir sind jetzt bei Beethoven. Okay, also. Und dann? So, okay, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also ich habe hier den vierten genommen, weil das ist für mich handlich. Nehmt wie immer euren eigenen. Hier, das F ist aufgelöst, wundert euch nicht, das war nicht verspielt, das war so. Ihr spielt wirklich das F. Also G, F, D, F. Das erkennt ihr an dem Auflösungszeichen. Ich umkreise euch das, glaube ich, nochmal. Wir hoffen, wenn es klappt jetzt, seht ihr es jetzt umkreist. Okay, und zusammen kombiniert hören sich unsere Stellen dann so an, oder diese Stelle. Ich mach ein bisschen langsamer. Jetzt habe ich mich verspielt. Ich fange nochmal an, ich habe mich verspielt. Gebe ich ganz ehrlich zu, ich verspiele mich auch manchmal. Muss ich ganz offen und ehrlich sein, ich verspiele mich auch dauerhaft. Okay? Okay, übt es wirklich so, wie ich es euch eben gerade gezeigt habe. Hab mich auch verspielt, also passiert wirklich jedem. Das ist ganz menschlich, sich zu verspielen am Klavier. Gar kein Problem. Die Zeit sagt, ja, okay, alles safe. Ich spiele es euch jetzt noch einmal komplett vor unserem Teil. Und dann dann war es auch schon wieder mit dem Tutorial. Übrigens, hier in den Noten steht Piano, das heißt wirklich ganz leise. Aber ich spiele es gerne so mit sofort. Das ist, ja, Klassik sollte man eigentlich immer ziemlich genau spielen, aber ich mache das einfach so. Stört jetzt ja keinen. So wie es sich halt am besten anhört. Also sucht euch da wirklich gute Stilmittel aus. Infos zu dem Stück findet ihr auch in der Videobeschreibung. Okay? Aber dann würde ich dann sagen, war es das auch schon wieder mit Live Tutorial für heute. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Ihr würdet mich unheimlich damit unterstützen. Es motiviert mich einfach nur, wenn ich auf meine Abonnentenzahl gucke. Das ist so motivierend. Vielen Dank an jeden einzelnen Abonnenten, der mich abonniert hat. Kuss geht raus. Ja, abonniert gerne meinen Kanal. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Aktiviert auch die Glocke. Ja. Leute, schreibt mir auch gerne einen netten Kommentar, wenn die Kommentare aktiviert sind. Okay, Leute, habt einen schönen Tag. Haut rein, meine Musiker. Bleibt schön musikalisch interessiert. Wir schaffen das. Das war die Piano-Armee. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.